hab keinen Bock mehr, Junge. Nee, Digga, ich... Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe heute einen kranken Pro-Gamer dabei. Also wirklich, Leute, herzlich willkommen an der Stelle. Remezeit und Papa Platte natürlich auch mit am Start. Wir spielen heute den Alchemist Pop-Up Cup. Leute, angebliches Pro-Tournament. Ich weiß den nicht genau. Den Alchemist Papa Cup? Den Alchemist Kappa Cup, genau den, Alter. Wir spielen heute auf jeden Fall diesen Cup mit und ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, daran zu partizipieren. Ob das jetzt tatsächlich im Nachgang auch wirklich der Fall ist, das kann ich keinem sagen. Also, das Ding geht bis heute. Bis heute, Platten-Daddy. Macht es überhaupt Sinn, da mitzuspielen? Wahrscheinlich nicht, Digi. Macht es Sinn, dass wir überhaupt spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir spielen jetzt einfach eine Runde, Leute, und dann spielen wir einfach ein paar Duos. Denn ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt von den ganzen Tryhardern, die den kompletten November und Dezember quasi darauf verwendet haben, diesen Cup zu spielen. Nee, das brauche ich an der Stelle einfach gar nicht. Wir landen trotzdem direkt badass, wie wir sind, in Retail Row. Vorab muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe eben mit Latten-Daddy auch aufgenommen und die Runden waren alle echt decent bis sehr, sehr gut tatsächlich. Wir fliegen auf jeden Fall erstmal rüber jetzt hier, Latten-Daddy. Und ein kleines zum Gelben. Wollen wir da wirklich landen? Müssen wir jetzt. Ich lande hier mit der Pizza. Also, ich habe eine Pizza. Ich sage sofort nein. Oh, bei dir? Hinter dir? Ist lau? 75 HP? Schön. Hier bei mir? Ich brauche Hilfe. Revi, schnell. Ja, dann sind wir fertig mit deiner Aufnahme, wa? Kann so hoch. Lass eine positive Bewertung da, dann sehen wir uns morgen. Also spielen wir eine Runde Solos oder später eine Runde Gruppenkeile. Da stellen wir dann einen richtig knackigen Kill-Rekord auf. Dann kann ich nämlich den Titel schreiben. Pass auf, weil wir haben jetzt in diesem Tournament teilgenommen und machen dann später noch eine Runde Gruppenkeile, wo man dann easy 30 Kills pro Person farmen kann. Das schaffst sogar du, Latten-Daddy. Und dann schreiben wir einfach den Titel mit Pro-Gamer im Pro-Turnier 30 Kills cool. Super. So funktioniert Clickbait und mein Leben. Ganz toll. Wieder was gelernt, Digga. Ja. Wir können ja eine Weihnachts-Challenge singen. Nach jedem Kill machen wir ein Weihnachtslied, okay? Okay, ist schon cool. Machen wir. Super, machen wir. Hier ist jemand drin, kann das sein? Ja, ich. Hier baut jemand? Hier ist wirklich jemand. Oh, bei mir drin? Ja, moin. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht es manche. Nee. Da kommt Dynamit! Da fängt das Nein! Dieses Wix-Game, Alter! Oh Mann! Wirklich, das ist das schlimmste Game der Welt, Alter, Digga! Dieses Dynamit und alles! Warum, Fortnite? Warum? So, ich muss dich auf jeden Fall echt leiser machen, weil du bist nämlich viel zu laut in meinen Ohren. Hallo! Die Zuschauer wollen das wahrscheinlich auch nicht hören, deshalb ist das so, glaube ich, auch besser. Minus 20 dB im Teamspeak. Ich bin ein Heavy Sniper. Okay, aus welchem Grund? Weiß ich nicht, weil Epic Games sich dachte, komm. Gönnen wir dem Jungen doch. Gönnen wir diesen Typen. Irgendwo bei den LKWs oder so? Oh, ja, bei den LKWs. Boah, ist das laut jetzt, Alter. Ich höre gar nichts mehr. Ich bin komplett taub. Ich komme. Ich bin komplett taub, wirklich. Bruder, kennst du das, wenn deine Freundin eine Zwillingsschwester hat und du so verwirrt bist, dass du einfach ihren Dad bummst? Kennst du das, Digga? Wenn du aus Versehen, also wirklich komplett aus Versehen, im Bootshaus einen Mann küsst und die alle das erzählen und du es halt glaubst, weil du wirklich innerlich denkst, dass du auf Männer stehst, aber dann dir Leute sagen, es war nur ein Prank und du so, ja, wusste ich. Tatsächlich kenne ich diese Situation. Mhm, okay. Interessant. Bruder, ihr habt es einfach eiskalt durchgezogen, Mann. Ey, die haben mir einfach einen Tag lang verkaufen wollen, dass ich mit einem Mann rumgemacht habe an dem Abend und ich habe es geglaubt. Ja, aber also, ist doch nicht beziehungsweise schlimm. Am Anfang habe ich es nicht geglaubt, aber irgendwann haben es mir so viele verschiedene Leute unabhängig voneinander erzählt, dass ich es geglaubt habe. Dass du es einfach auch geil fandest, oder? Ich hab dann irgendwann gesagt, ist egal, wenn es so ist, dann ist es so. Nee, ich glaube sowieso, dass ich irgendwo eine schwule Ader hab oder so. Okay, nice. Der Titel steht schon mal. Papa Platte ist schwul. Ne, Papa Platte ist Outing wäre es halt gewesen, aber... Achso, okay. Unsere Weihnachts-Challenge ist eigentlich noch am Start, ne? Das weißt du. Achso, haben wir Kill gemacht? Ja, wir beide. Also du bist jetzt einmal dran, bitte. All I want for Christmas is you. Kann ich dir leider kannst nicht mit meine, dir, aber ich hab hier vorne tatsächlich... Ich hab mir vorhin auf jeden Fall für dich einen großen Schildtrank. Der liegt da oben drin, nimm dir den mal. So, ich bin auch noch dran mit meinem Weihnachtssong. Ich hab mich für Tannenbaum. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Boah, der Break, oder? Der war Killer, ne? Ich muss ehrlich sagen, Leute, hier unten in meinem Keller, ich hab die angewohnt, aber auch nur mit diesem Pulli. Ich schwitze einfach so sehr unter den Armen, dass es mir richtig runterläuft. Wonach genau riecht dein Schweiß? Das ist geruchslos. Also wirklich, ich stink einfach nicht. Ich bin einfach ein sehr, sehr wohlriechender Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt mal Real Talk. Ja. Digga, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich schwitze, dann rieche ich nach Kartoffelsuppe, Alter. Gut. Der Name Kevin... Der wird nicht von ungefähr kommen. Da vorne ist ein Gegner Richtung W, 280. Ist er hier irgendwo? Lass ihn die Zone fetzen. Ja, scheiße, ab geht's. Und ich wollte es dann, ich bin aus dem Raum gegangen, wollte es meiner Freundin zeigen, bin wieder in das Badezimmer gegangen, hab die Tür aufgemacht und auf einmal waren da einfach zwei Riesenschildkröten, die Sex hatten. Ich schwöre es dir. Es war der verwirrteste Traum ever und ich habe keine Ahnung, warum ich das geträumt habe. Die Frage ist und halt, bist du mit nasser Hose aufgewacht dann? Da vorne riften welche? Auf die Frage möchte ich nicht eingehen. Ah, ich sehe sie, da bei dem Burger. Bei dem Burger sind mehrere. Weiß nicht, wollen wir da ein bisschen Action machen oder eher nicht so? Ich hätte auch gern so eine Sniper eigentlich. Weißt du? Die sind geriftet, zwei? Ja, vielleicht hast du die angelockt. Ja, ich glaube, die kommen hierher. Einer hat einen Hit. Einer hat... Lol, als ob das kein Headshot war. Also einer hat einen 75er und einen 57er Hit. Wenn du den einen kriegst, dann kriegst du den anderen... Digga, oh mein Gott, ich komme nicht! Hä? Komm schon, Bruder, komm schon. Ich konnte nicht ausstehen!
Ey, Mann, dieses Game, Alter. Ich konnte nicht aus diesem Geschütz aussteigen. Ich drücke 60 Mal E und es passiert nichts. Komm, wir gehen mal nach Lazy Links, Digga. Da habe ich immer Glück. Also, entweder es läuft richtig geil. Bruder, du scammst mich doch gerade hier voll ab, oder? Das ist doch sicherlich nur Scheiße. Landen wir da jetzt for real oder ist das jetzt ein Joke? Wait, können da wirklich drei Kisten drin sein? Du kannst sogar das einfach editieren, Digga. Ist da eine Kiste drin? Lol, kannst du wirklich? Ja, eine Kiste. Zwei Kisten. Gönn mal eine. Hier, gönn ihr. Viel Spaß. Hier ist nochmal ein großer. Lass uns so eine Shisha-Kohle hier links. Großer Schildrang da unten drin, nur noch mit. Shisha-Kohle sagt er dazu. Wahnsinn. Der Aumon. Wahnsinn. Ja, Bruder, ich bin komplett woanders gerade, ne? Ja, Bruder, Digga, ich brauch Hilfe. Also, dass du Hilfe brauchst, Digga, komm. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Ey, Junge. Hat Raketenwerfer. Schon gar keinen Bock mehr drauf. Ey, Digga, Mann. Hat Nils. Da kommen wir auch noch rein. Hat noch einen, ist knocked. Schön. Wo ist dein Teammate? An der anderen Seite. Oh, er hat seinen Ding benutzt, hat noch einen Hit. Haben wir auch noch? Oh, noch ein Digga. Hit. Ist down, sehr schön. Junge, können wir hier den Rift mal nehmen? Oh, da ist jemand Richtung Osten close. Zwei, rechts ist auch einer. Hat einen Hit rechts, zwei Hits rechts. Wenn du willst, können wir den Rift nehmen, ja. Den rechts hast du auch auf dem Schirm, ja. Ey, Junge, dieses... Oh, als ob er einen Schatz geschützt hat. Okay. Okay, ich bin safe. Hab ihn benockt. Der andere hat auch ein Geschütz. Als ob. Ich komm von links. Digga, das ist beide so down, Junge, beide down. Oh mein Alter. Gott, danke. Danke, Alter. Digga, ist wirklich? Das, also diese Geschütze. Hast du noch was Großes für mich? Nee, ne? Nee. Oh, Digga, schön, dass du die gesniped. Hast du die gesniped, ja, ne? Naja. Oh, gute Arbeit. Na, links wird gebaut, glaube ich. Richtung 300 da am Haus, kann das sein? Oh, doch, am Berg. Oben, ja. Junge, gib mir doch diesen Scheiß. Ich kann dir leider nicht so gut helfen, ich hab keine Sniper oder so. Ich treffe ihn nicht, bin so weg. Richtig. Na, ich bin auch gerade ein bisschen. Einer hat ein 80er Hit bekommen. Ich habe halt nicht. Einer ist knocked, Oh mein Gott, schön. Soll ich wo ist die Sniper-Munition? Geh du schon mit Grappler nach oben, ich komme jetzt nach. Oh mein Gott, was? Hat einen Hit? Ist down, einer noch. Schön, Digga, schön! Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, richtig schön. Das ist wunderschön. Gute Arbeit. Egal, wie das hier ausgeht, wir hängen hinten einfach nochmal so eine Gruppenkeile, Gedöns. Ihr wisst schon, Leute. Genau. Oh, zwei kommen Richtung 150 oben. Ja, Bruder, ich kann gerade nicht. Hast du irgendwas so Granatmäßiges? Ich hab einen Raketenwerfer halt. Gönn mal. Unten im Haus, da wo ich hinschieß. Hat einen Hit. Rechts kommt zu dir hoch. Links ist auch einer. Der fällt aber gleich. Ah, nevermind. Hat noch einen Hit, der links hat übel viele Hits, aber immer noch schön. Da ist noch ein anderer, der auf uns schießt, Richtung Osten. Bruder, ich bin hier mitten im Battle, ne? Du musst mir jetzt helfen. Unter dir? Einer knockt. Der andere ist bei mir, hat zwei Hits. Oh, hier bei mir, in mir, ist down. Nice. Okay, ich brauch unbedingt was zum Heilen. Hast du Medikit-mäßig was? Vielleicht haben die was. Oh shit, Alter, bist du low. Übel low. Du bist komplett Nein, nicht schon wieder. Ist es ein Geschütz? Ja. Das kann man nicht mal counterbilden, Digga. Es leben die beiden, Bruder. Und noch ein weiterer, jo. Schütz ist down. Ja, lass reingehen, komm. Ich hab einen Jumper, wenn du willst, keine Ahnung. Hey, was ist denn das, Mann, Junge? Bruder. Ja, Jumper. Digga, ich hab komplett Kass. Ja, komm, schnell. Bau. Ich hab keinen Bock mehr, Junge. Nee, Digga, ich. Ich hab den Face komplett verboxt jetzt, Alter, ehrlich mal. Ich hol das Ding. Digga, hier ist ein Loch drin, Alter. Den Tisch ist komplett zerstört. Der ist komplett im Arsch, Alter. Wo sind denn dieses Geschütz? Geh da nicht rein. Ey, Junge, das ist so ein Müllgame. Wirklich, Alter. Oh, Digga. Unter dir? Da vorne ist ein Rift. Lauf ihn Rift. Ja, hab ich gesehen. Er wird den auch nehmen wollen. Komm, oh Gott. Puh. Na, Flieger war weg. Da unten ist der andere. Geh in den nächsten Rift rein. Guter Call. Ich kann nicht weiter sinken, ja. Okay, jetzt bleib einfach oben. Oder zwei Shots, ich bin halt down, ne? Ja, er geht auch noch rein. Er hat auch den Rift genommen, denselben. Was ist meine Strat? Soll ich auf einem Baum landen oder so? Du könntest auch genau auf dem Baum da halt landen, weil die beiden sind ja gerade unten. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere? In dem Haus da hinten? Na, ich glaube, der ist unter dir jetzt irgendwo. Okay, chill. warte, er hat dich vielleicht noch nicht gesehen. Er wird deinen Baum kaputt machen, du musst runterspringen. Ah, fuck! Ey, Junge. Oh, was hätte ich machen sollen, Alter? Oh. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich hab wirklich meinen Tisch komplett zerstört, Alter. Warte mal, hast du jetzt legit gerade ein Loch angeknallt? Guck mal, Junge, was ist das? Komm, wir spielen jetzt noch eine Runde hier, Gruppenkeile, da bin ich raus. Warte, ich komm von der Seite. Oh, lol, nice, schön. Ja, moin, Digga! Warte, hat der Geschütz da drin? Ich bin hier mit dem Geschütz, Alter, ich werd nicht mehr.
gehe hier links auf die Jungs. Ah, ich lande einfach mal hier irgendwo auf dem Berg. Ja, moin. Ja, moin. Warte mal, kann ich auf dem Airdrop landen? Wenn ich das zocke, das macht mich einfach sauer, ne? Holy shit, das ist so wie bei Counter-Strike damals am Ende. Hier kommt jemand? Der ist schon wieder, Alter, Digga. Ist down. Was ist denn mit diesem Typen, Alter? Will der mich so sehr abfacken? Hier ist einer Klotz vor uns. Alter, wie hart leckt der Typ? Ah! Ja! Den Moment, wenn du einfach 187 Munition hast. Aus der Luft, Junge, der Arme. Ich habe ein Problem mit dieser Kuhle, die sich jetzt hier gebildet hat in meinem Tisch. Meine Maus rutscht immer da rein. Das ist ein bisschen belastend, Alter. Einfach Mauspad drüberlegen und gut ist. Junge, 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 ja, immerhin, Alter, es passiert was. Junge, Junge, Junge. Da ist noch einer? Ah, shit, ich bin down. Dieser arme Wolf, was macht er die ganze Zeit? Ich raff ihn nicht. Oh nein, er hat mich. Hast du ihn? Schön, schön, schön. Aha. Ja. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem mystischen, seltsamen Video. Ihr habt die Frag-Montage genossen. Schreibt dich, ist damit kaputt? Schaut bei Latten Daddy vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.